Also ich bin 29, mein Name ist Martina Rappel und ich wohne in Baden seit ein paar Wochen. Mein Name ist Philipp Huslinger, Alter 20, Wohnort Dietike. Also ich komme aus Rittihof, heiße Annika und bin 12 Jahre alt. Mark, 27. Extrem viel. Eigentlich Lebensgrundlage. Direkte Demokratie. Mitbestimmung ist einfach, dass man halt selbst noch eine Stimme hat, dass man das Recht hat, auch mitzubestimmen und halt auch etwas dazu zu leisten. Also ich finde das eigentlich auch wichtig, auch wenn man noch klein ist und noch jünger ist. Ja, man ist drauf, Mitbestimmung. Das Recht, sich können ausdrücken und das Recht, gehört zu werden, würde ich mal sagen. Also ich denke, generell die Gesellschaft hat ein komisches Bild von Kindern, dass man sie recht arg beschützt, weil man ihnen nichts zutraut. Und ich finde, Kinder, man sieht es auch in anderen Kulturen, können relativ bald, relativ eigenständig sein und dementsprechend auch Meinung ausbilden, Charakter ausbilden, Entscheidungen treffen. Also ich finde, grundsätzlich ist es so, wie es momentan ist, sicher in Ordnung. Also Kinder sind halt auch noch am Heranwachsen, sich Erfahrungen am Sammeln. Und dadurch ist es auch gut, dass die Eltern doch eine grosse Mitbestimmung haben. Es gibt Sachen, die man vielleicht darüber diskutieren kann, aber sonst ist es, denke ich, soweit eigentlich in Ordnung. Also eingeschränkt, zum Beispiel in der Schule, werde ich eigentlich nicht besonders, weil bei uns in der Schule gibt es auch einen Schülerrat und da bin ich zum Beispiel auch drinnen und deswegen kann ich auch ein paar Dinge mitbestimmen. Aber natürlich gibt es ein paar Grenzen, die man halt nicht machen kann, die man halt nicht ändern kann, zum Beispiel den Stundenplan. Und natürlich gibt es eben auch Regeln. Das ist für mich eine schwierige Frage, weil es ist immer so ein Thema, wie viel ist Einschränkung und wie viel ist Erziehung. Weil sie halt auch noch nicht wirklich mündig und entscheidungsfähig sind. Also fähig, komplett ihre eigenen Konsequenzen für ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Insofern, ja, ich meine, es gibt sicher, sagen wir, in jeder Situation, wo ein Kind nicht kommt, hin sein, ist das sicher der Fall. Also was unter Einschränkung, ja, so etwas gezwungen wird, das nicht wegmachen. Ja, schwierig. Also Ferienlager vielleicht noch, Sportclubs, aber das ist halt eine kleine Mitbestimmung. Ehrlich gesagt, nein. Jetzt so spontan würde ich auch sagen, in der Familie kann man auch sicher ein paar Dinge bestimmen. Beispiel, was der nächste Ausflug ist oder was es auch zu essen gibt. Aber sonst spontan jetzt nichts Besonderes. Jugendverein zum Beispiel. Also steht insofern klar, es braucht schon die Unterstützung der Eltern, aber die werden es im Normalfall auch bekommen, denke ich. Junge Parteien, wenn sie sich politisch interessieren. Das ist, soweit ich weiß, gibt es keine Alterslimite nach unten. Ja, also. Ich würde sagen, wenn man will, sich zusammenschliessen und irgendetwas bewirken, ist immer noch.